Expedition Finance. Ich bin in New York, keine Kosten und Mühen gescheut. Nein, ich habe diesen Setup nicht nachgebaut, sondern bin im Original. Ja, kennt ihr nicht? Dann schaut ihr die falschen Sendungen. Dreimal dürft ihr raten. Na hier. Rocket, grüß dich hier. Ja, Meister. Schön, dich zu sehen, mein Lieber hier. Also wer es beim dritten Mal nicht erraten hat, ich stelle ihn jetzt vor, es ist natürlich Markus Koch. Und eins, zwei oder drei. Du hast mir deine Heimat hier mal spendiert. Ja. Ich wollte schon immer mal hier sitzen. Ja, also ich bin ja happy, dass du mal da bist. Du hast übrigens mit Abstand die geilsten Socken an. Ne? Also die Socken müssen jetzt auch gezeigt werden, ne? Weil mit Bonbon-Socken. Ja? Also, Candy. Das guck mal hier, meine sind aber jetzt auch nicht die schlechtesten. Ne? Ja, aber gut. Reden wir doch einfach über Socken. Wir können doch über Socken reden. Stocks oder Socks? Ich komm einmal zu dir nach New York und lande direkt in einem Livestream. Großartig. Pam, komm mal rein, stell dich da mal mit hin. Ja. Wie oft machst denn du sowas? Du, ich habe natürlich die Opening Bell, die ich jeden Tag mache, zur Börseneröffnung der Wall Street. Dann die Closing Bell normalerweise zum Marktschluss. Und dann zwischendurch, heute war es wirklich spontan, muss man sagen. Das Schöne ist, da kommen dann so 10 Leute. Wer sind die? Okay, gut. Here we go. So, also, wir machen jetzt etwas sehr Ungewöhnliches. Ich meine, Kevin und ich haben das gesamte Studio umgebaut. Wir haben die Wände eingerissen. Ne? Wir haben, Gott sei Dank, sind die alle aus schwerem Stein gemacht. Ja? Ist natürlich überhaupt nicht mein Thema, Krypto und NFTs. Aber es wird mein Thema, ob ich es will oder nicht. Ja? Du bist halt der geilste Typ der Deutschen Bank. Gell? Ja, das darfst du so nicht sagen. Ja. Entschuldigung, Herr Sieben. Ja, also Sie sind der geilste von allen. Ja? Aber er aber und vor allen Dingen der Bart. Ne? Ist einfach, du hast den geilsten Bart westlich von Mississippi. Ne? Wenn du das sagst, ich nehme das jetzt einfach mal so an. Ja, aber kommen wir zurück zum Thema. Ich habe 22 Jahre Börse gehandelt. Ja, ich würde mal gerne was von dir wissen, was du wirklich noch ganz, ganz selten noch nie vor der Kamera gesagt hast. Du, ich habe ja keine Hemmung. Ich habe, glaube ich, schon immer alles vor der Kamera gesagt. Das Verrückte an Kameraarbeit ist, dass es extrem einfach ist, wenn du es schaffst, so zu sein, wie du wirklich bist. Also ich liebe das Traden. Ich glaube, das ist eigentlich meine wahre Motivation. Also das wirklich auch selbst mit dabei sein, das Atmen, das Erleben des Marktes und auch mit zu leiden und auch mit zu feiern mit allen anderen. Und die Berichterstattung ist eigentlich so ein bisschen Tailend der ganzen Geschichte. Ne? Also im Prinzip die Möglichkeit zu bekommen, mit Menschen auf gleicher Ebene sich austauschen zu können. Ich glaube eigentlich, ich lebe eigentlich nur noch im Stream. Ja? Auf einmal ist AI da. Mhm. Und irgendwie war das immer so da und auf einmal, bumm, ist es mit voller Wucht da. Was bedeutet diese Veränderung? Und ich merke schon, dass ich mich auch sicherlich aufgrund meines Alters sehr unter Druck gesetzt fühle. Ich bin jetzt schon ein bisschen so fortgeschritten im Alter und ich habe mir halt schon die Frage gestellt, was ist eigentlich mit meiner Rente? Ne? Du denkst an deine Rente? Ja, klar. Tu mir einen Gefallen. Denke um Gottes Willen nicht über deine Rente nach. Wirklich, ja? Nein, also das ist ja nicht auszuhalten. Du kannst darüber nachdenken, wie man sein Vermögen aufbaut. Ich kann darüber nachdenken, ne, wie du vor allen Dingen glücklich bist im Leben. Jetzt warst du sehr lange an der Wall Street, Herz des Kapitalismus, bekommst natürlich auch hier so einen Sack an Gerüchten und natürlich auch Fakten. Wie kannst du differenzieren? Solche Worte nehmen wir nicht. Etwas, was nach F*** klingt, das kommt bei mir nicht vor. Ich muss das hier, ich hab mal nicht nach. Jetzt hast du mich kurz gehabt, okay. Komm, noch einmal. Okay. Aber jetzt im Ernst. Ja, klar. Wenn du in der Finanzwelt arbeitest und dich mit Aktien auseinandersetzt, eine der Sachen, die ich immer genossen habe, ist, dass du eigentlich immer früher weißt, was als nächstes passieren wird. Für mich ist das so ein bisschen, du liest einen Roman, einen guten Thriller, und du weißt nach 10 Seiten nicht, wer der Killer ist. Dann wäre es kein guter Roman. Also hast du jedes Mal wieder Wendungen drin. Du kommst jede Menge Gerüchte. Wie kannst du da differenzieren, was es war, was könnte sein, was kann kommen? Ich habe natürlich eine riesen Range an Kontakten nach so vielen Jahren an der Wall Street. Also wir bekommen sehr viel Research direkt von den Häusern. Hab meine Pappenheimer, die man natürlich auch anruft, wie früher ja auch. Ne? Du kennst das vom Derivatehandel noch. Und man muss sich auch ganz schön hocharbeiten. Ne? Also es ist nicht so, dass die Amerikaner jetzt darauf warten, dass irgendein Deutscher aus der Dose springt und sagt, kannst du mir mal Infos geben? Und deshalb ist für mich auch der Kanal so wichtig, weil wir
Wir kriegen jetzt zunehmend Hedgefondsmanager. Ne? Wenn du einen Hedgefondsmanager kriegst, kriegst du den anderen Hedgefondsmanager auch und kriegst dann immer bessere Kontakte durch die Berichterstattung. Ne? Und da, so gesehen hat der Kanal schon immens geholfen und die Reichweite jetzt natürlich auch. Ne? Jetzt sitzen hier zwei Typen, die einen Kanal betreiben, Finanzbildung, Finanzwissen. Ich sage immer, folgt meinem Kanal heute, sag ich mal, folgt auch dem Markus Koch. Ja, da macht er alles ja, richtig. Unbedingt, ja. Und das wird Folgen haben, wenn ihr mir folgt. Ne, folgt ihr, oder?